Hey und hallo zu Sims 3 zum Inselparadies mit Liebhamgarn und Maya Ocean einträchtig in einem Bettchen angekuschelt und ja, wir wollen mal gucken. Ich weiß, wir haben jetzt schon Ressorteinnahmen bekommen und zwar 24.994 Simmelons. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur noch 6 Simmelons zusätzlich, um zumindest das nächste Gebäude aufzuwerten. Jetzt haltet mal an, Mädels. Ihr seid mir ein bisschen zu schnell. Und wir holen die Einnahmen auch ab. Um nämlich genau das zu tun. Gut, das geht richtig toll vorwärts. Mal gucken, wie es beiden geht. Denn ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass wir die Maya ja auch noch ein bisschen spielen. Also Hunger, naja, es ist nicht viel Hunger. Wie sieht es denn bei der Maya aus? Maya muss schon mal aufs Klo. So, und da geht sie erstmal hin. Und sie muss auch bewässern. Also Bewässerung klappt am besten, indem sie hier irgendwie mal Runden schwimmen geht. Also ich glaube, Schipper nicht. Gut, damit sie nicht alleine schwimmen geht, geht sie mit Lee schwimmen. Das ist auch okay. Und das reicht dann auch für die Bewässerung. Bewässerung kriegt sie auch in der Dusche. Allerdings ist das nicht besonders hilfreich für mehrere Meerjungfrauen. Und so, wie sieht's aus? Lee, essen. So, Lee kann Reste essen. Und zwar Herbstsalat. Und vorher geht sie aber, glaube ich, mit der Maya nochmal schwimmen. Und die Maya? Wie geht das jetzt? Ich glaube, mit der Maya muss ich hier... Achso, die hat das in ihrem Inventar. So, Setangmeere und so weiter. Ach, guck mal, jetzt steht hier auch Essen. Das hatten wir ja gestern irgendwie erstmal nicht gehabt. So, was ist jetzt hier mit der Lee? Warum ist die anstatt... Gut, da ist irgendwie was durcheinander gekommen. Also irgendwie werden die Reihenfolgen nicht eingehalten. Finde ich dann ein bisschen blöd. Jetzt kann die arme... Die arme Maya muss jetzt hier... blöderweise warten. Sie liest ein Buch. Okay, aber irgendwie hat sie schon vergessen, dass sie hier irgendwie schwimmen wollte. Dann schwimmt sie jetzt alleine. Und das Buch kann sie wegpacken. So, das brauchen wir nämlich später nochmal. Ich glaube, da ging es dann um Into the Future Angelegenheiten und ist auch cool. So, zeig mal her, Maya. Wie sieht's denn aus hier? Nicht Fähigkeiten, sondern wie... Gut, Bewässerung, dann schwimmen wir noch ein bisschen mehr. Schippern, schnorcheln, hierhin schwimmen. Allerdings gehen wir ja auch tauchen. Wozu muss ich hier an ihr rumbewässern? Das ist ja eigentlich Quatsch. Gut, ich lasse sie mal eben hin und her, weil ich gehe mal schnell zum Ressort. Das Ressort aufwerten, beziehungsweise das Gebäude. So, lassen wir mal die Texturen laden und dann... Na, wunderbar, da sind sie ja schon. Also ich meine, wenn das so gut vorwärts geht, ich finde es richtig klasse. Und es mag vielleicht gierig aussehen, aber im Moment, wir brauchen das Geld dann, weil... Wenn ich dann so ein Ressort ein bisschen umbauen will, dann soll das auch vernünftig werden und da brauche ich ordentlich Kohle. So, einmal aufwerten. Kling, klong. Und wir müssen auch die Wellness angucken. Wir haben hier 4 Gebäude, so viel ist das ja gar nicht. Also wir werden Ressorts haben, die dann echt mehr haben, die dann auch mehr Einnahmen haben können. So, sie ist, glaube ich, inzwischen ihr, also die Maya ist inzwischen ihren Seetang. Aber richtig satt ist sie auch nicht geworden. Und wir sollten uns... Mach das mal nochmal. Wir sollten uns dann auch ein bisschen kümmern. So, gehen wir mit Maya hier hin. Dass wir irgendwie dann beim Tauchen... So, gehen wir hier wieder nach Hause. Und du könntest ja auch mit der Lima kurz... Oh Gott, was ist das? Das ist ja eher mal ein Witz. So, dann können wir mal eine Gruppe gründen und wir fahren dann zusammen. Irgendwie, jetzt muss ich... Ach so, wir können jetzt zusammen, wenn wir die Gruppe gegründet haben, können wir jetzt zusammen tauchen fahren. Das machen wir jetzt auch. Jetzt war ich ein bisschen, ein bisschen ratlos. Tauchgang machen mit Lee. Wunderbar. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie zusammen, wie die fahren die Taxi. Wir brauchen auch ein anderes Boot, aber die Boote sind so teuer.
Das heißt, eigentlich habe ich gerne eine Idee. Ich hätte ja gerne noch ein anderes Boot. Kann ich jetzt hier was machen noch? Ich probiere es mal, dann kann ich es danach benutzen. Irgendwie hatte ich doch. Nee, ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Das war jetzt nicht richtig. So. So, die fahren auf alle Fälle schon mal zum Tauchen. Wo war das Ressort? Das Ressort gehört uns. Ja, da können wir nämlich schon bauen, wie wir wollen. Sie steht da drin. Irgendwo habe ich hier doch mal Anleger gebaut gehabt. Sind die schon weg? Die sind nicht mehr da. Wie? Okay, dann probieren wir es halt nochmal. Nach Funktion. Das ist das hier und das ist. Wir wollen ja ein Boot kaufen. Wir brauchen das Ding. Und damit hier überhaupt Boote anlegen können, brauchen wir auch das Ding. So. Und hier das Teil hier. Sieht man das? Sampan, das ist ein chinesisches. Ich finde das sowas von cool, das Teil. Und ich hätte gern dieses hier. Das müssen wir hier anlegen. So, und dann hat nämlich. Warum geht denn das jetzt nicht? Da geht's. So, 2100. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer von beiden das gekauft hat. Das müssten wir jetzt mal sehen. Also, irgendein muss sich das jetzt in den Inventar stecken. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie das. Quatsch. So. Also, es gehört jedenfalls jetzt erstmal Maya und dann holen wir es nachher ab oder irgendwie. Irgendwas machen wir. So, Maya, jetzt gehen wir erstmal tauchen. Denn dann haben die ein Boot, das geht bestimmt auch, das fährt bestimmt auch total langsam. Aber ich finde es einfach nur cool. Es sieht gut aus. So, sie sind noch nicht mal angekommen. Was haben wir denn hier oben inzwischen? Unpünktlichkeit von Sims. So, jetzt sind die alle schon weg. Ja, da ist die erste Höhle, aber vor den Höhlen würde ich mich ja doch in Acht nehmen. Und ich sehe, wie ist das jetzt? Kann jetzt die Maya hier eigentlich die Kisten öffnen? Die hat ja kein Level für Tauchen. Nein, sowas braucht die doch gar nicht. Maya, nein, nicht in die Höhle. Nein, nein. Auch nicht Hechtelmechtel. Oh, scheiße, jetzt sind die. Habt ihr es gesehen? Sie ist in die Höhle und jetzt sind sie beide weg. Na toll. Super vereitelt. Und sie haben 2 Stunden Zeit. Gut, dann würde ich sagen, wir tun jetzt hier 2 Stunden. Ja, jetzt. Ich finde es so schön, dass ihr euch lieb habt, aber irgendwie ist das hier unangebracht, Leute. Mann, nicht in die Höhle. Oh, komm, gib ihr einen Schwebekuss. So, da ist selbst das Spiel erschrocken und können wir hier irgendwas machen? Uns außer hinsetzen und so. Wo sind sie eigentlich hier? Das würde mich mal interessieren. Ah, wisst ihr, was das ist? Das ist nämlich die Insel der Meerjungfrauen. Da sind die. So, und können wir hier noch was machen? Vielleicht können wir irgendwas spielen. Was ist denn jetzt? Wir haben hier noch 2 Stunden und 36 Minuten Zeit. Okay, dann küssen wir uns nochmal. Ist ja auch total süß. Und du kannst sie auch umarmen und ihr ins Ohr flüstern. So romantisch. Einen Heiratsantrag können wir auch schon machen. Das finde ich jetzt irgendwie. Naja, ich weiß auch nicht. Okay, dann küssen wir uns nochmal und haben uns genug geküsst. Ich wollte jetzt eigentlich mal den Ball rausholen. Und dann können die nämlich ein bisschen Ball spielen. Sie haben ja noch ein paar Minuten Zeit. Mal sehen, was hier so läuft.
Glarf. Mizza, Mizzle, Kenzu Basinuti. Mizzle, let's do me. Maya ist eine Einzelgängerin. Je einsamer und isolierter sie ist, desto besser wird ihre Laune. Fahre mit der Maus über die Einträge und so weiter und so fort. Na gut, aber ich habe nicht den Eindruck... Ach so, sieht ganz so aus, als wäre hier nicht genug Platz zum Ballspielen für die Gemeinheit. Also es ist gemein. Ja, ich glaube, ihr habt einen ganz schönen Piep. So, hier ist unser Tauchplatz und wir tauchen auch gleich wieder. Zack. Wo steht das hier? Nirgends. Schippern, Steine springen lassen und so weiter. Mit Verabredung tauchen. So, und ich hoffe, jetzt lasst ihr euch mal hier nicht von der Höhle hier verführen. Ich meine, wir haben noch genug, ich hoffe, genug andere Plätze für Sex und Spaß. Jetzt können sie beide nicht gehen. Was ist hier los? Okay, ich lasse sie mal hier rausschwimmen. Mit Date hier in Schwimmen. Mit dem Tauchen klappt ja irgendwie nicht. So, wenn sie dahin sind, zack, mit Verabredung tauchen. Wir kriegen das schon hin. Die Maya traut sich nicht ins Boot. Sie würde auch, sie könnte auch rüberschwimmen. Das ist ein Puzzlestück hier. So. So, zweiter Versuch. So, wo ist sie? Also ich finde es wirklich blöd, dass man hier wirklich wenig sieht. Auf diesem Boden. Hier ist so ein Fisch, den fangen wir uns gleich ein. Denn jetzt ist sie schon wieder auf dieser blöden... Jetzt ist sie da drauf. Und was macht sie hier? Gar nichts. Na, wehe dir. Gut, wo war denn jetzt diese, die erste Höhle? Da ist auch eine Höhle. Und sie zielt auch schon wieder auf diese. Und die Maya schicke ich jetzt mal hier zu der Kiste. Das ist nämlich die andere Kiste. Mal gucken, ob wir es noch geschafft haben. Irgendwie mit den Höhlen, die ist ja furchtbar magisch hier. So, Maya ist unterwegs. Und ich glaube, die Meerjungfrauen brauchen auch keine Angst haben vor den Haien. Weil ich glaube, die Haien, die tun den Meerjungfrauen nichts. Juhu! Also Lee hat einen Tintenfisch gefangen und Maya hat in der Schatztruhe 2000 und 5 Diamanten gefunden. Das ist, glaube ich, die Schatztruhe, die Lee schon geöffnet hat. Jetzt ist sie schon wieder hier. Ah, ich kann gar nicht schnell genug. Aber was ist denn das für... Wo ist die Höhle? Und wenn ja, ist das jetzt... Ich sehe nichts. Was gibt's denn hier sonst? Jetzt... Also das ist ja furchtbar, diese Höhle. Die sind ja, kann man nicht irgendwie hierher tauchen? Hier hingehen. Ich mach mal hier hingehen. Da ist sie erstmal irgendwie aufgehoben und von der Höhle etwas weg. Wo ist sie denn? Da ist sie. Das ist ja hier wie verhext. Und so hoch kann ich auch nicht, dann sehe ich nämlich ja nichts mehr. Wo ist denn die zweite Höhle? Die irgendwo... Da. So, und das würde ich jetzt auch die Maya machen lassen, weil nämlich, ich glaube, die Lee das Level noch nicht hat. So, und jetzt... Zack, du öffnest das mal. Was war das? Sie betrachtet, Junge. Jetzt haben wir hier so eine Tentakel. Angeblich soll es ja dann irgendwie doch funktionieren, wenn die Dinger da raus baumeln. Aber so richtig, ich glaube hier an gar nichts. Sie guckt sich hier Sachen an. Wo ist denn die Maya? Wo bist du? Das ist natürlich reichlich getrickst, wenn wir jetzt mit der Maya hier die Truhen öffnen. Aber ist egal, wir nehmen das einfach mal mit. Diamanten, wo hat sie denn das andere Zeug? Guck mal, hier ist Seetank. Juhu! Und hier haben wir nämlich auch ein Kartenstück. So, sie taucht. Vielleicht kann sie mal, jetzt habe ich es gerade gelesen, so, ernte mal den Seetang. Und den auch. Das ist ja gar nicht so weit weg. Was macht denn unsere Lee? So, ich lasse mal Lee ganz kurz hier diesen Krebs fangen. Da hat sie was zu tun. So, Maya hat in der Schatztruhe folgendes gefunden. 2500 Cinnamelons, 3 große Palladiumbarren, ein Kartenstück, was ich auch äußerst wichtig finde, das ist nämlich schon das zweite, und Brillantenschliff
Tansanit in groß. Der wird ja auch einiges wert sein, hoffe ich. So, 4 Portionen Seetang hat sie gesammelt und 3 Portionen, das sind nochmal 7 Portionen dazu und so weiter. Cool. Wie sieht's aus mit dem Tauchen? Geht noch. Nein, nicht in die Höhle, nein. Was kann die Maya mit dem Hai machen? Gar nichts. Sie kann ihn auch beobachten, aber ich glaube, die tun sich dann nichts. So, hat man ja schon geklärt. So, Lee hat den Hummer gefangen und hier ist irgendwas zum Angucken. Hier ist die andere Höhle. Hier sind jetzt auch so eine Tentakeln. Also, ich finde leider nicht hier so viel zum... Guck mal, hier ist noch ein bisschen Seetang, sehe ich gerade. Den können wir noch mitnehmen. Den kannst du ernten und den anderen kann Lee ernten. Oh. Vom Tauchen schwärmen. Wo ist denn jetzt die Lee? Oh, sie erzählt irgendjemanden etwas. Ernten. Wer ist das hier? Alfonso. Ja, komm. Alfonso, hättest du mal was erzählen können. So, ich bin ja noch ganz wild darauf, hier mein Boot zu holen aus dem Ressort, weil es da steht. Ja, also irgendwie sehe ich ja auch nicht so richtig durch. Hier ist schon wieder so ein bunter Fisch, den will ich noch haben. Zack, ist mir auch egal, wer den fängt. Einer wird es schon schaffen. So, und die lieben sich richtig doll und, ja. Haie? Ja, hier gab es schon mehrere Haie, ne? Also zum Haie erkämpfen wäre bald hier noch besser gewesen als in dem anderen. Es sind ja zwei oder drei Stück, die hier rumkrauchen. Was ist hier unten geschoben? Ach, das ist diese Dinger aus der Höhle. Also ich weiß nicht, vielleicht kümmere ich mich wirklich mal, aber so richtig viel Zeit zum Höhlenbauen habe ich ehrlich gesagt nicht. Das nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch, glaube ich, habe ich gelesen. Und ist auch ziemlich anstrengend. Man soll die Höhle dann anheben mit 1000 Cheats und wieder hinstellen. Und wenn die dann nicht richtig steht und ach, na hör auf. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wer ist das? Vom Tauchenschwärmen. Mal gucken. Wo bist du denn? Aha, sie fährt erst, also sie schwimmt erst hin und taucht erst hin. Was macht denn Maya? Maya möchte sich ein Spiel im Stadion angucken. Und die muss auch hier unten irgendwo sein. Mal gucken. Ah, die unterhalten sich mit Maya. Ja, ihr braucht es ja nicht versuchen. Die Insel ist schon entdeckt, Leute. Hier ist so richtig voll. Hier ist richtig was los. 26 Minuten tauchen können wir noch, ohne Angst haben zu müssen, dass die Luft ausgeht. So, wer ist denn das jetzt hier? Ach, das ist diese Kyla, ja? Alles klar. Gut, du kannst Kyla irgendwas erzählen von mir aus über Fische. Und danach tauchen wir auf. So, Quatsch, geh mal auf Lee und dann können wir mit dir auch auf zur Oberfläche zurückkehren. Und wie geht das hier bei der Maya? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Genau, zur Oberfläche zurückkehren. Und das Kartenstück muss ich mal sehen, dass ich das irgendwie jetzt dann bei der... Geht das schon? Nee, unter Wasser geht das glaube ich gar nicht. Also es geht nur über Wasser zumindest oder sogar im Haus. Mal schauen, also die Bahn oder Palladium, mal gucken, ob man die auch noch... Ich glaube, die sind schon fertig, die kann man nichts mehr mitmachen. Und die Diamanten können wir noch schleifen lassen, dann sind sie noch ein bisschen mehr wert. Und das Ding ist schon 483 Simoleons wert. So, unsere Maya ist schon oben. Und die Lee auch. Und es ist auch schon spät abends, beziehungsweise es ist eigentlich schon mitten in der Nacht. Deswegen holen wir jetzt trotzdem unser Boot. Ich glaube, die blauen Möwen besuchen. Maya Ocean hat beschlossen, ohne ihre Gruppe irgendwo zu gehen. Möchtest du, dass sie fort wird? Nein. Wie ist das jetzt? Kann ich nicht zusammen? Wir wollen auch nicht einchecken. Mit Verabredung Grundstück besuchen. Na, geht doch. Dann können die da nämlich übernachten und, ja, sich frisch machen und so weiter und so fort.
So, wo ist sie denn? Ja, sie müssen natürlich mit dem Taxi fahren. Die Lee kommt wohl nicht. Ja, der fällt im Wasser. Ja, hat einen Moment gedauert, bis sie einsteigt. So, rennt man nicht ganz so. Lee Pumpkin hat beschlossen, ohne ihre Gruppe irgendwo hinzugehen. Möchtest du, dass sie fortfährt? Nein, was will sie? Mach doch mal langsam. Wo ist Lee? Ach, sie muss noch ihre doofe Stereoanlage. So, ich möchte aber eigentlich erstmal, dass sie hier runtergehen. So. Mit Date hier in schwimmen. Ja, wem gehört denn das Teil jetzt? Maya oder? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. So, jetzt hören wir auf hier. Wir können uns kümmern uns gleich hier mal ums Essen und sowas alles. Aber ich muss jetzt hier wirklich mal kicken. Nee, sie möchte auch mit Date dahin schwimmen. Sie hat sich ja das Boot gekauft. Ich soll das Boot kaufen über ein... Ach so, über ein Gemeinschaftsding. Gut, dann lassen wir das jetzt hier liegen. Und ich probiere das nächste Mal nochmal aus. Ich glaube, ich muss das über ein Gemeinschaftsgrundstück kaufen. Das ist natürlich... Richtig toll. Sie hat das jetzt sozusagen umsonst gekauft. Na, dann können wir es auch wieder verkaufen. So, und das machen wir jetzt auch. So, jetzt gehen wir mit den beiden was essen. Das heißt, die Maya, die kann... Die hat auch Hunger. Maya kann hier... Einmal das. Und nochmal das. Und Lee... Lee wird hier zu Abend essen. Und dann haben sie ein Techtelmechtel mit Maya Ocean. Und dann können sie sich beide ausschlafen. Massieren. Schlafen gehen. So, die Maya, ich dachte eben, jetzt hat die schon aufgegessen. Oder was ist hier los? Ich meine nicht. So. So, Maya, lass ich das jetzt essen und da komme ich ein bisschen durcheinander, dass sie denn das auch mitmacht. Dann macht sie eben auch ein... Irgendeiner wird es dann schon haben. Maya Ocean verlässt die Gruppe, löst sie auf, um irgendwo hinzugehen. Und möchtest du, dass die Gruppe bestehen bleibt? Ja, möchte ich jetzt eigentlich. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit den beiden. Achso, sie geht hier rein. Gut, und wenn das dann so ist, dann kannst du dann auch schlafen gehen. Gut, jetzt haben wir ein bisschen durcheinander gebracht. Der Part ist... hiermit zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es euch gut gehen. Tschüss.